Mein Name ist Herr Nader Refzano und ich bin Mitglied in der philippinischen Klimawandelkommission und vertrete auch die umliegenden Inselstaaten. Uns betrifft der Klimawandel schon sehr stark heutzutage. Und das Problem ist, bei uns ist der Wille da, was zu tun gegen den Klimawandel, aber uns fehlen eben die Gelder. Und wir setzen uns für eine Institution gegen die Beschädigung durch den Klimawandel ein. Ja, ich freue mich, dass wir heute zusammen sind, ein Rollenspiel zum Thema Klimapolitik zu erleben. Also im Rahmen dieser UN-Klimagipfeln oder Klimakonferenzen denke ich, dass viel möglich ist, konkrete Maßnahmen um das Klima zu schützen, zu treffen. Aber das wird eigentlich im Leben nicht gemacht, weil uns fehlt echten politischen Willen von unseren Politikern. Und das ist das Problem. Deswegen finde ich wichtig, dass wir zusammen erfahren, wie können wir auf unsere Politikern Druck ausüben. Also, aber dafür brauchen wir zu wissen, wie funktionieren diese Klimagipfel. Und also ein Rollenspiel ist eine gute Erfahrung, dann wirklich was zu erleben. Wir werden uns in die Rolle von Politiker oder Mitglieder eines Umweltverbandes oder nochmal Erdelobbyisten begeben. Dann werden wir nochmal eine Klimakonferenz zusammenspielen und also die unterschiedlichen Interessen dann von den Ländern und Lobbyisten spielen. Ich setze mich dafür ein, dass da es ja eher ärmere Inseln sind, setze ich mich dafür ein, dass eine Institution für Beschädigung gegründet wird mit dem Namen Loss and Damage, damit diese Institution den ärmeren Ländern in Notsituationen helfen kann. Also Klimawandel ist ja ein Thema, das mich persönlich beschäftigt, weil ich das auch immer sehe. Immer wieder sieht man diese Bilder von den Stürmen und Taifunen und viele Menschen leiden darunter. Und ich finde, das sieht man auch in Deutschland immer mehr. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese schnellen Temperaturwechsel, das hat ja auch mit dem Klimawandel zu tun. Und wir kriegen es ja jetzt schon mit. Und ich finde, das ist auch, da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und ich hoffe natürlich, dass ich dadurch vielleicht auch helfen kann. Also ich vertrete die Öllobbyisten. Ich habe mich darauf vorbereitet, um ehrlich zu sagen, gar nicht, weil ich keine Zeit hatte. Also ich habe es heute Morgen nochmal schnell durchgelesen im Zug. Ja, aber ich kenne mich ja in der Thematik schon ein bisschen aus. Also ich finde es generell, fand ich das ganz interessant, wie so ein Gipfel überhaupt stattfindet. Einfach so die Abläufe, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das alles sehr kompliziert ist, weil jeder ja andere Interessen hat und wie diese Kompromisse auch. Und ich finde auch so generell, dass ich vielleicht was über den Klimawandel erfahre, was es da für Möglichkeiten gibt, damit wir allgemein was dafür tun können, weil der ist ja unabwendbar und dass wir sozusagen die Folgen so gut wie möglich mindern können. Also ich denke, dass die Leute davon sehr viel Erfahrung sammeln können, zum Beispiel wie in dem Leben verhandeln und also für Klimaschutzmaßnahmen zusammen wirklich verhandeln und was konkret machen. Aber es ist auch ganz viel über die Klimapolitik zu erfahren. Also ich habe Politikwissenschaft studiert, deswegen ist für mich Umweltschutz ganz viel Umweltpolitik. Und für mich müssen wir auch über Umweltpolitik was erfahren, Erfahrung haben und wirklich wie das funktioniert zu verstehen. Ja, ich erwarte von anderen Menschen, Ländern Informationen zu kriegen, wie sie sich das denken. Aber trotzdem, dass ich meine Strukturen so weiterbauen kann, wie ich es bisher gemacht habe. Und dass ich keinen großen Schaden nehme. Also ich habe Erwartungen, dass ich das alles verstehe, wie das läuft. Und ich habe auch die Erwartung, dass sich vielleicht auch dadurch ich neue sozusagen Blickwinkel darauf sehen kann, auf dieses Gebiet. Mein Name ist Yang Suk-yo, ich bin die Umweltministerin von Südkorea und Südkorea ist ein sehr engagiertes Land in Bezug auf Umweltfragen. Südkorea ist auch selber sehr betroffen, denn es ist eine Halbinsel und ist somit von drohenden Flutkatastrophen gefährdet. Außerdem hat Südkorea die Entwicklung vom Entwicklungsland zu einem Industrieland durchgemacht und weiß also, was es heißt, ein unterentwickeltes Land zu sein. Daher setzen wir uns ein für einen Green Climate Fund,
also einen Fonds für, gegen die Auswirkungen des, Klima, des Klimawandels und der auch den Klimawandel begrenzen soll. Reduktionsziele haben wir uns selber einige gesetzt, deswegen wären wir auch durchaus bereit, neue Abkommen zu schließen. Ich bin froh, dass ich heute hier zu Gast in Mainz sein darf und ich bin ebenfalls für eine Green Climate Fund. Soll aufgebaut werden. Ich bin dafür, dass jedes Land sich auch engagieren soll. Allerdings bin ich dafür, dass ich das gerecht verteilen soll. Unter anderem die ganzen Industrieländer wie die USA und die EU, die wie gesagt schon die Entwicklung zu Industrieländern durchgemacht haben, die sollen auch gefälligst mehr Verantwortung übernehmen. Ja, hallo, ich bin der José Barroso. Ich komme aus Portugal. Wenn das Klima weiter ansteigt, wird meine Heimat im Meer versinken. Aber die EU macht da ja ganz tolle Dinge dagegen. Wir haben diesen tollen Emissionshandel, der zwar nicht richtig funktioniert, aber das Prinzip ist trotzdem toll. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir alle zusammen so einen weltweiten Emissionshandel aufbauen könnten, um das Klima auch nachhaltig und gemeinsam zu verbessern und die Klimaemissionen zu reduzieren. Ich komme auch auf einer Insel, also eine französische alte Kolonie in dem Indischen Ozean. Und wir erfahren auch jetzt, wir erleiden zerstörenden Stürmen und wir haben jetzt neue Krankheiten verbreitet durch Moskitos und so weiter. Also das wird ganz schlimm. Auch den Anstieg von dem Meeresspiegel ist kann ganz schlimm sein und wir müssen uns davon schützen, auch die Philippinen, alle Inselstaaten. Ja, wir müssen dafür Geld sammeln. Aber sind die Länder bereit, noch Geld für Klimaschutz zu geben? Das ist eine Frage, stellen wir heute. Cheese, yeah! Dann machen wir ein bisschen ein Gleichgewicht. Da werden wir zusammen am runden Tisch sitzen, ganz ernst und unsere Positionen vertreten und so weiter. Und dann haben wir auch diese informelle Zeiten, wo wir zusammen verhandeln können mit Lobbyisten für die Industrie oder mit Umweltverbänden. Das ist auch das Spiel im Leben. Also ich würde sagen, dass wir es wirklich so dass wir sagen können, wir einigen uns auch, dass wir einen Fonds bilden. Ja, von dem Prinzip her finde ich so eine Kombination aus so einem Klimafonds und dem Zertifikathandel, den wir weltweit ausweiten müssen, wobei man natürlich dann niemanden zwingen kann, so groß wie möglich, am sinnvollsten, ja. Und wir hatten dann noch überlegt, es gibt ja, wir wollen dann noch so einen Technologietransfer machen. Dafür würden ja China und Indien besonders profitieren. Und die USA soll dann eben dafür, dass sie eben diese Technologiepatente rausgibt, soll sie dafür mehr so Märkchen bekommen, also so Emissionsrechte. Ich denke, das ist sehr sinnvoll, denn Europa muss ja Technologie exportieren, so kann Klimawandel funktionieren. Nehmen wir im Gegenzug dann erstmal auch unsere Technologie und unsere Produkte, es sind ja Forschungsprodukte, exportieren können, dann ist das eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Ja, die EU will vielleicht ihre Emissionsreduktionsziele zu 30% erhöhen. Das wäre ganz toll. Soll die EU ruhig machen? Wir machen da nicht mit. Wir könnten ja die Entwicklungsländer dadurch helfen, dass wir Patente für die CO2-Reduktion herausgeben. Also dafern werden dann China und Indien würden besonders davon profitieren. Natürlich die anderen Länder auch. Dazu müssten wir eben nur USA dazu bringen, diese Patente herauszugeben. Und wir haben gedacht, dass wir das dadurch machen könnten, dass sie dadurch mehr Emissionsrechte bekommen. Ist mir zu einseitig. Also müssten, also sag mal so, man kann drüber reden, einen kleinen Teil oder abzugeben. Aber nur. Wir haben ja nicht gesagt, alle Patente. Nein, das würden wir auch nie machen. Ja. Aber wenn wir einen kleinen Teil dann irgendwas an ja, Sachen, die wir wieder in die Luft jagen, dafür bekommen. Also so irgendwie so ein Abkommen, dass wir zum Beispiel auf irgendwelchen Inseln irgendwelche neue Atomkraftwerke bauen dürfen oder so Geschichten. Nee, so meinte ich das ja auch gar nicht. Nee. Ja, also meine Erwartungen wurden schon erfüllt. Also ich habe so einen Einblick bekommen, wie so ein Gipfel stattfinden kann. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel jetzt bei den Lobbyisten, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber sonst war es im Großen und Ganzen wurden schon meine Erwartungen
Erwartungen erfüllt. Es war mir so in der Rolle ziemlich unangenehm, weil ich vom Mensch her eigentlich nicht so tick. Dementsprechend fiel mir auch die Verhandlung brutal schwer, weil ich so auf, ja, eigentlich von der Rolle her gegen den aktuellen Strom schwimmen musste eigentlich. Und man hat es schnell im Gespräch gemerkt, es ist verdammt schwierig. Und am Ende habe ich es dann irgendwann aufgegeben. Ja, ich bin wirklich zufrieden, dass das so gut geläuft hat. Und also wirklich, die Leute haben die Rollen wirklich gut gespielt und haben sich wirklich gegeben. Und ja, wir haben dann etwas geschafft, zusammen was zu verhandeln und auch konkrete Lösungen und innovative auch Lösungen gefunden. So, ja, ich freue mich, dass ich von meinem Wissen was gebracht habe. So, das wollte ich wirklich heute machen mit diesem Jugendlichen. Ja, danke schön. Thank you.